Zuerst habe ich gedacht, das wäre nur ein Traum. Aber das war nicht bloß ein Traum. Das war eine Vision. Aber so sicher scheint die Bank ja dann auch nicht zu sein. Sprich doch keine Dame. Das war so richtig schön Tag. 30 Grad im Schatten. Und ich huckel auf der Kaulinger Höhe in der Prallersonne. Und als ich gerade denke, es gibt nichts Schöneres, da mache ich die Augen auf und hucke in meinem Auto. Da habt ihr euch was Schönes eingebrockt. Wieso? Also, das Opfer heißt Markus Berg, ist 46 Jahre alt und vom Beruf Boxtrainer. Gib dem, was er will, sonst holt er noch kein gutes End. Das heißt kein Taxi. Was hat Leiter für einen? Oh, ich steht da unter Luxemburg am Schalter, mach dir den ein! Geh nicht dann nur direkt befördert. Da gehst du direkt befördert, aber zu dir raus. Ey, du huckst doch nur einen im Maul. Von euch ist so, und das wäre nie an mir für genug Grün für ein telefonsiver Werfer und für Verderbschisch in der Nase, dann sollen du nur jeder zu akzeptieren. Ja, ist ja gut, Ketzi. Behalten Namen. Laut in! Ich gucke da vorne auf die Felsch, wo Selon Gravur. Und da war mir alles klar. 999 Zahngold. Was meinst du, wenn die Leute gucken, wenn die Eichler mit über den Viehmarkt fahren? Da kommen sie all, oh, hey, Cliff, geil, Fellchen. Wieso glänzen die da so? Und da so ein Eich, die sind aus Zahngold. Deswegen glänzen die so.